Herzlich willkommen im Spezialdepot. Heute möchte ich euch drei Helferlein für unterwegs vorstellen. Es wird schon ein bisschen dämmerig und der Nebel zieht auf, aber das macht uns doch nichts. Zum einen ist es ein lässiges Karabinersystem, wo ihr an normalen Stoffen einen Karabiner befestigen könnt. Und das Problem hat man ja häufig, dass man Tab aufspannt und man braucht an einer Stelle eine Schlaufe. Da ist aber keine Schlaufe. Ja, das zeige ich euch. Ihr könnt das Thema Schlaufen an Gewebestoffen so ziemlich vergessen mit diesem coolen Gimmick. Komme ich gleich dazu. Dann habe ich für euch einen lässigen Autolader. Und ich habe euch ja schon mal von Nightcore diese kleine USB-Powerstation vorgestellt und mit der arbeite ich tatsächlich, da werden meine Kameras zum Teil bestromt damit oder der Ton und das ist richtig gut, hat sich auch bewährt bei mir, aber manchmal ist es wirklich so, dass die Batterien nicht voll sind, wenn man ins Auto steigt, um loszustarten, seine Aufnahmen zu machen. Und da gibt es jetzt was richtig Gutes. Und zwar ist das von Nightcore so ein Teil für den Getränkehalter vom Fahrzeug. Ach komm, ich wollte jetzt eigentlich nur einen Kurzabriss machen, aber steigen wir gleich ein. Also, das ist so ein lässiger Autolader. Und da könnt ihr eure 18650er Akkus zum Beispiel reindrücken und könnt die dann unterwegs aufladen und könnt da dann auch gleich über USB den Strom zum Beispiel zapfen. Das Ganze funktioniert mit einem kleinen Kabel, das hier seitlich rauskommt, beziehungsweise ein Stecker, den steckt ihr ein, das andere Ende an euren Zigarettenanzünder und dann läuft die Nummer. Ja, und das finde ich von dem her ganz interessant, weil dann ist man am Zielort angekommen und weiß, die Akkus sind randvoll, wenn man nicht dazu gekommen ist, daheim zu laden. Und dann switche ich die um in dieses kleine Teil hier und dann habe ich meine mobile Stromversorgung für USB-Geräte gleich mit dabei und kann loslegen mit Bestromen. Wenn man dann am Zielort ist, kann man die Batterie rausnehmen. Und dann zum Beispiel hier in den Adapter einpluggen und dann noch die zweite auf die andere Seite und dann die Gummis rum. Die sind ganz wichtig. Also ohne den Gummis fluppt euch die Batterie sofort raus, kann man ziemlich vergessen. Also die Gummis müssen tatsächlich rum, dass das Ganze Halt hat. Und da seht ihr jetzt schon, da fängt schon an zu blinken und sagt, wie der Ladezustand ist. Ja, Ladezustand ist gut. Und hier drüben könnt ihr dann gleich USB anstecken und den Saft aus der Batterie ziehen und eure USB-Geräte unterwegs aufladen oder betreiben. Jawohl, so, das war's gewesen. Soweit zu dem USB-Lader. Beziehungsweise zu der Fahrzeug-Powerstation für eure Akkus. Und dann habe ich noch was Lässiges am Start. Ich habe mir schon öfters gedacht, hey, man bräuchte doch irgendwie Molle am Fahrrad. An der Mittelstütze vom Fahrrad oder zum Beispiel am Fahrradlenker, an geraden Mountainbike-Lenkern. Oder ich hätte gern Molle zum Beispiel an einem Wanderstock dran und so weiter. Und da dachte ich mir, hey, da machen wir doch mal so ein cooles Teil für Mollebefestigung an Rohren,
an Stangen und das Ganze möglichst multivariabel. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine Molle-Befestigung. Da könnt ihr jetzt alles Mögliche an Taschen zum Beispiel hinmachen. Und das Ganze wird mit Klett fixiert. Und das ist Qualitätsklett, Freunde. Boah. So. Das Ganze sieht dann so aus, kommt einfach zum Beispiel um den Wanderstock rum und dann könnt ihr das festkletten. Ja, was ihr dann an die andere Seite hin macht, spielt gar keine Rolle. Das kann jetzt zum Beispiel so ein Täschchen sein oder irgendwas anderes, das Molle-kompatibel ist. Ich fumm es mal raus und so sieht das Ganze dann aus. Wenn ihr das noch ein bisschen rutschfester machen wollt, da gibt es so selbstklebende Klett- und Flauschflächen, die werden auf Rolle geliefert und dann könnt ihr euch hier so ein Flauschteil hinkleben an den Wanderstock oder an das Fahrrad zum Beispiel, den Klett hinkleben und dann hält es so schon richtig gut und dann kommt noch die äußere Klettbefestigung obendrauf. Ja, also da habt ihr das dann super rutschfest und das ist jetzt die variable Variante. Und das hält, wenn ihr das richtig gut festzieht und das Rohr nicht zu rutschig ist, hält es super drauf. Ja, soweit zu unserem coolen Molle Befestigungsadapter für Rohre, Wanderstöcke, Äste, Fahrradrahmen, Lenker, was auch immer. Ihr habt mit dem Teil jetzt die Möglichkeit, an Rohren eure Molletaschen super cool zu befestigen. Ja, das ist auch ab demnächst bei uns im Shop. Gibt es erstmal in der Farbe Oliv und dann schauen wir weiter, in welchen Farben das noch gewünscht wird. Jawohl! Zum nächsten Thema. Was wollte ich euch noch zeigen? Genau, den Gear-Aufhänger. Und das ist mal richtig lässig. Und zwar kann man da richtig dran ziehen. Also da, ich weiß jetzt nicht, bis wie viel Kilo das passen sollte, aber man kann es nicht pauschal sagen, weil es kommt ja auch auf das Stoffmaterial an. Aber es ist für normale Abspannungen ist es super geeignet. Oder um da jetzt zum Beispiel mal ein Lämpchen hinzuhängen, ist es eine richtig gute Sache. Ich zeige euch das mal im Detail, wie das funktioniert. Auf der einen Seite habt ihr hier diesen Adapter und auf der anderen Seite habt ihr euren Karabiner. Und da kann man jetzt richtig dran ziehen. Also müsst ihr halt ein bisschen aufpassen, dass euer Gewebe da nicht reißt. Und es kann natürlich sein, wenn ihr jetzt über längere Zeit einen Karabiner dran habt, mit Gewicht und so weiter, dass sich das Gewebe mit der Zeit an den Stellen ein bisschen abnutzt. Damit müsst ihr leben. Aber wenn man es zum Beispiel am Tab am Rand macht, ist es ja nicht so wild, wenn da die Wasserdichtigkeit nicht mehr super perfekt ist. Und oft geht es ja nur um eine kurzzeitige Hilfe, wenn eine Schlaufe fehlt zum Beispiel. Ja, wie funktioniert das Ganze? Ich mache es jetzt mal auf. Hier den Karabiner lösen. Zack. Und dann hat man das Teil in der Hand. Und das sind jetzt die beiden Bestandteile davon. Und dieses Teil kommt jetzt hier auf die innere Stoffseite. So. Dann friemelt man hier ein bisschen Stoff durch. So. So dass man dann hier so eine Stoffschlaufe hat.
Und dann macht ihr euren Karabiner beim ersten Loch rein und beim zweiten. Und das war's schon. So, und jetzt seht ihr, das ist eine richtig gute Sache. Da kann man schön dran ziehen. Das ist eine schöne, schnelle Befestigung, wenn euch eine Schlaufe fehlt oder ihr an beliebigen Stoffen, egal ob das die Jacke ist oder ein Tarp oder was auch immer, jetzt könnt ihr einen Karabiner reinmachen. Und das finde ich auch mal richtig lässig und kommt natürlich auch auf die Stoffdicke an. Aber ich sage jetzt mal, so die normalen Tarpstoffe, wenn das jetzt kein ultra dickes Baumwolltarp ist oder so, alles was so normale Stoffdicken hat, ist gar kein Problem. Ja, Freunde, das war's gewesen. Es wird mittlerweile richtig dunkel und ich schaue jetzt, dass ich aus dem Wald so langsam rauskomme. Und ich hoffe, das war interessant für euch. Wie immer könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen in unserer Welt. Wir haben ja oben im Spezialdepot ein Menü und da geht ihr auf die Neuheitenwelt und dann wählt ihr den Monat aus. Das sind die Neuheiten Februar 2018 und dann könnt ihr das Ganze nochmal euch im Detail anschauen mit den Fotos, die ich für euch gemacht habe. Jawohl, das war's gewesen. Ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Woche und wir sehen uns in alter Frische in eurem Spezialdepot.